Herr Präsident, meine Damen und Herren! Man hat ja eigentlich das Gefühl von einem Déjà-vu, denn wie Frau Dohan schon gesagt hat, wir haben schon mehrfach genau über dieses Thema in der bremischen Bürgerschaft gesprochen. Aber weil sich eben in der letzten Zeit auch hier nichts bewegt hat, gibt es jetzt erneut Anträge, die das Thema haben, transparente Zahlen in der Ausbildungsstatistik und das Thema Ausbildungsplatzlücke angehen wollen. Zum Antrag der Koalition. Natürlich haben wir grundsätzlich nichts gegen Ihren Antrag. Aber wenn man mal ehrlich ist und sich das genauer anguckt, dann scheint das für uns alles ziemlich wischiwaschi. Denn Sie fordern eine Bundesratsinitiative mit dem Ziel, und jetzt zitiere ich, der Erfassungsänderung bei jungen Erwachsenen, damit zukünftig noch aussagekräftigere Daten über diese Personengruppe erhoben werden. Sie sagen in diesem Beschlussteil aber eben nicht genau, welche Daten wir denn eigentlich brauchen. Und das ist auch der Punkt, warum wir den zweiten Beschlusspunkt Ihres Antrages, den werden wir nicht ablehnen, aber da werden wir uns enthalten, weil wir den Eindruck haben, das ist einfach zu unklar. In Ihrem Begründungstext reden Sie ja davon, dass man die Zahl der ausbildungsplatzinteressierten Jugendlichen erfassen wollen. Und was haben wir gemacht? Wir haben Ihren Antrag eigentlich nur konkretisiert und gesagt, man muss auf allen Ebenen dafür sorgen, dass man die ausbildungsinteressierten Jugendlichen erfasst und dass man nicht da reinfällt in dieses Spiel von der Bundesagentur für Arbeit, die sagt, es kommen da zwei Jugendliche hin und dann sagen sie bei dem einen, ja, wir finden auch, du bist eigentlich ein geeigneter Bewerber, dich packen wir mal in den Topf Bewerber. Und bei dem zweiten Jugendlichen sagen sie, nee, finden wir nicht so einen richtig geeigneten Bewerber, den packen wir in den anderen Topf. Und wir präsentieren dann aber nur den Topf der geeigneten Bewerber und nicht den anderen Topf, obwohl ja beide Töpfe eigentlich zusammen den Rahmen der ausbildungsinteressierten Jugendlichen geben. Deswegen würde mich sehr interessieren, vielleicht könnte das ja Ihre Kollegin von der SPD-Fraktion noch mal aufgreifen, warum Sie unserem Antrag nicht zustimmen, denn er steht in keinster Weise im Widerspruch zu Ihrem Antrag, sondern ist ausschließlich eine Konkretisierung Ihres Antrages und deswegen ist mir einfach völlig unklar, warum Sie diesem Antrag nicht zustimmen wollen. Ich möchte noch mal klar machen, was wir mit diesem Antrag eigentlich wollen. Auf der einen Seite sprechen wir uns auch für die Bundesratsinitiative aus, wie das auch Frau Dohan gemacht hat. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal sagen, dass diese Idee weder von den Grünen kam, noch von der SPD, noch von der Linken, sondern diese Idee kam von Bremer Jugendlichen, die sich sehr intensiv mit dem Thema Ausbildungstransparenz befasst haben und die auf der Nacht der Jugend mit den verschiedenen Politikern der Fraktion gesprochen haben und gesagt haben, wenn es auf Bremer Ebene nicht möglich ist, könnt ihr euch dann nicht für eine Bundesratsinitiative einsetzen. Und das hat dann als erstes Frau Dohan von den Grünen aufgenommen, obwohl sich alle Fraktionen dazu geäußert haben, dass wenn es keinen anderen Weg gibt, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, dann sollte man den Weg der Bundesratsinitiative gehen. Und genau das ist auch die Position der Fraktion der Linken. Wir finden es aber wichtig, dass eine Bundesratsinitiative eben nicht bedeutet, dass die Bremer Ebene aus der Verantwortung genommen wird, sondern man muss völlig klar machen, an welcher Stelle gibt es in Bremen die Möglichkeit einzuhaken. Und da muss ich sagen, das Beispiel, was ich gerade genannt habe, wenn zur BA in Bremen die Jugendlichen jetzt kommen und die BA sagt, ja, wir finden aber, du bist nicht ausbildungsreif. Diese Zahlen gibt es doch bereits. Und da ist mein Verständnis, warum diese Zahlen bisher nicht ausgewiesen werden, einfach sehr, sehr gering. Und wir finden, diese Zahlen müssen direkt auf den Tisch. Es gibt allerdings auch noch einen weiteren inhaltlichen Unterschied zur Koalition, der sich aber im Beschlusstext gar nicht niederschlägt, den ich aber trotzdem noch mal ansprechen möchte. Wir von der Linken glauben eben nicht, dass man für eine transparente Ausbildungsstatistik unbedingt individuelle personenbezogene Daten braucht, sondern wir gehen davon aus, dass es viel, viel wichtiger ist, dass die verschiedenen Stellen, die bereits die Zahlen sammeln, sich stärker vernetzen und austauschen und dass diese Zahlen offengelegt werden und nicht beschönigt werden. Also nochmal zusammengefasst, was ist eigentlich das Ziel unseres Antrags? Das Ziel unseres Antrags ist es, dass wir gesicherte Zahlen darüber erhalten, wie hoch die Ausbildungsplatzlücke in Bremen ist. Denn ich will einfach wissen, wie viele Jugendliche in Bremen suchen einen Ausbildungsplatz, unabhängig davon, ob sie Altbewerber sind oder Neubewerber oder ob sie angeblich ausbildungsreif sind oder nicht.
Und es ist ja nicht so, dass wir darüber gar nichts wissen. Es liegen ja Schätzzahlen vor. Die sind allerdings so beunruhigend, dass man sich mit denen vielleicht lieber nicht befassen will. Denn voraussichtlich, Pi mal Daumen, sind es gerade rund 4000 Jugendliche, die in Bremen einen Ausbildungsplatz benötigen. Und da habe ich den Eindruck, will die Regierung eher den Mantel des Schweigens drüber hängen. Ich glaube aber, nichts sehen, nichts hören wird hier nicht funktionieren. Denn Bremen kann es sich nicht leisten. Bremen kann es sich insbesondere aus wirtschaftlicher Perspektive nicht leisten, tausenden jungen Menschen keine Perspektiven zu geben. Und deswegen brauchen wir die unfrisierten Zahlen der Ausbildungsplatzinteressierten. Und dann müssen wir eben wirksame Maßnahmen ergreifen, dass wir wirklich genügend Ausbildungsplätze in Bremen auch anbieten können. Ich komme zum Schluss, aber noch ein Punkt, der mir sehr wichtig ist. Die Linke ist der Überzeugung, dass es mit freiwilligen Vereinbarungen nicht weitergehen kann. Wir haben jetzt seit 12 Jahren freiwillige Vereinbarungen. Die wurden eingeführt, um die Ausbildungsplatzabgabe zu verhindern. Nach 12 Jahren ziehen wir die Bilanz, freiwillige Vereinbarungen wirken nicht. Deswegen müssen wir jetzt auf die Verpflichtung, die Rot-Grün im Bundestag 2004 angestoßen hat, zurückkommen und für Bremen uns für eine Ausbildungsplatzumlage einsetzen. Vielen Dank.